Ich dachte, ich melde mich jetzt auch mal persönlich. Ich habe euch ja schon ein bisschen was eingeblendet, was heute so passiert ist oder was ich gemacht habe. Und ja, ich habe mich jetzt dazu überwunden und möchte es jetzt auch mal ausprobieren, YouTube-Videos zu drehen. Einfach, ich hoffe, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen selbstbewusster werde und ein bisschen mehr aus mir rauskomme. Da stimmst du mir auch zu, Luna, gell? Und ich dachte einfach, für den Anfang wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mal so ein bisschen vlogge und meinen Tag einfach begleite. Vielleicht nehme ich die anderen 2 Tage vom Wochenende noch mit. Heute ist Freitag und ich habe Urlaub und deswegen dachte ich, nutze ich einfach die Chance. Ich dachte auch, dass so Videos ganz gut ankommen, wie zum Beispiel so ein 20 Facts About Me oder auch irgendwie so ein Question and Answer. Deswegen, falls ihr das Video seht und irgendwelche Ideen habt oder was euch interessieren würde, dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Ich lese es mir sehr gerne durch und würde mich auch davon inspirieren lassen. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch einfach weiterhin mit. Aktuell bin ich bei uns im Gästezimmer. Ich kann euch mal kurz rumschwenken. Ich sitze hier gerade auf der Couch. Also wie ihr gesehen habt, richtig viel ist bei uns noch nicht, denn wir sind erst Ende April hier eingezogen. Das ist eine größere Wohnung, und also mein Freund und ich. Und ja, uns fehlen noch so ein paar Möbel. Wir haben jetzt einfach so ein bisschen was hingestellt. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen am Saubermachen und Richten, weil meine Schwestern später kommen, die holen wir von der Schule ab. Und dass die es dann einfach schön und sauber haben und sich dann wohlfühlen, wenn sie kommen. Und dann werde ich einfach sagen, machen wir weiter. Ich zeige euch ein bisschen was. Nicht wundern, mir läuft die Brille an. Ich habe nämlich ans Fenster gekippt zum Lüften. Und mir ist so warm, weil ich jetzt schon ein bisschen unten auch geputzt habe. Und ja, ich hoffe, ihr seht mich später nochmal ein bisschen zurecht gemacht. Ich war jetzt duschen, jetzt muss ich mich ganz schnell fertig machen, weil wir haben schon 12.30 Uhr und meine Schwester hat gemeint, wir sollen doch bitte um 12.30 Uhr losfahren, damit wir dann ungefähr so eine Viertelstunde später bei ihr zu Hause sind, um sie abzuholen. Und deswegen beeile ich mich jetzt schnell, Haare föhnen und dann kann's losgehen. So, Haare sind jetzt soweit geföhnt, noch nicht ganz trocken, das dauert bei mir irgendwie eh total lang, weil die Haare so dick sind, aber so, das meiste ist trocken. Da ich meine Haare irgendwie, seitdem die jetzt wieder so lang sind, eh nicht oft offen trage, mache ich da gar keinen richtigen Scheitel, kämme die einfach nur nach hinten. So. Und dann ziehe ich jetzt noch meine Kette, eine Mütze auf, weil es ist ja kalt draußen. So. Mit da einfach irgendeine Mütze gekrallt. Eigentlich mache ich mir auch immer so 2 geflochtene Zöpfe. Das ist mir das Liebste bei einer Mütze. So. Sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber ich denke, das geht. Mal zum Licht stellen, dass man auch was sieht. So. Und dann geht's jetzt los, Jacke anziehen und die Mädels holen. Luna, gehst du einkaufen, ja? Komm. Nimm dein Täschchen mit. Komm. Ja, fein. Ist
Deine Tasche, gell? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben die Kids abgeholt, waren noch kurz einkaufen. Jetzt sagt mal Hallo. Hallo. Und jetzt warten wir noch auf die Pizza, weil wir haben gedacht, wir haben keinen Bock zu kochen und deswegen haben wir uns die Pizza in den Ofen. So, wir sind jetzt alleine, weil mein Freund ist nämlich zu seinem Kumpel gefahren und die Mädels und ich machen jetzt oben noch ein bisschen klar Schiff, weil die Katzen irgendwie es nie auf die Reihe bekommen, ihr Katzenstreu nicht durchs halbe Haus zu tragen. Und ich hab tatsächlich den Wischer statt den Besen mit hochgenommen. Ist ja peinlich, ey. Kann euch später auch eine kurze Roomtour nochmal geben, wie das dann ausschaut hier oben, was wir jetzt hier alles haben. Und muss euch was zeigen. Mein Kater legt sich immer auf das Bett, wo ich die ganzen Kuscheltiere ausgebreitet habe. Ne, Bibi? So, jetzt haben wir ein bisschen durchgekehrt. Die Nele hat mir geholfen und jetzt nehmen wir hier die Decke und dann beziehe ich die noch. Und dann haben wir das Gästebett auch schon fast fertig. Das machen wir mal kurz. Luna hier voll am Spielen, weil die Decke einen Faden weghängen hat. Also von hier kommt man hoch. Da unten habe ich jetzt noch da. Staubsauger und Wischer stehen, weil ich da noch ein bisschen was fertig machen muss. Also wie gesagt, da kommen wir hoch. Dann haben wir hier ein kleines Fenster und unsere Palme. Dann haben wir hier so die Katzenecke, weil die haben zwei Toiletten. Die haben dann hier oben auch eine. Da steht noch eine Stereoanlage von meinem Freund. Dann haben wir hier ein riesiges Dachfenster. Und es ist ein riesengroßer Raum. Versuche das mal hier so ein bisschen einzufangen. Dann haben wir hier das Bett, da schläft heute zum Beispiel die Nele. Zeigen darf ich meine Geschwister leider nicht. Da kam die Anweisung von deren Vater, dass die nicht gezeigt werden dürfen. Also dann halten wir uns auch da dran. Hier steht mein Keyboard. Da fehlt noch ein Ständer. Jetzt habe ich hier einfach unseren alten Wohnzimmertisch, den wir zum Schluss als Fernsehschränkchen fürs Wohnzimmer zweckentfremdet haben. Da jetzt aber unser Lowboard letzte Woche kam, haben wir das jetzt hier hochgestellt, dass wir auch für die Gäste den Fernseher und die Playstation aufstellen können. Dann haben wir hier die Couch, wo sich die Luna schon breit macht. Und da schläft zum Beispiel die Josie. Also hier können theoretisch zwei Leute schlafen. Auf unserem alten Bett ist Platz für zwei Leute. Und unten im Wohnzimmer hätten wir auch nochmal Platz für zwei Leute. Also theoretisch können wir sechs Leute unterbringen. Luna baut sich eine Höhle. So, ihr Lieben, wir machen jetzt unseren Mädelsabend und wir haben uns auch extra Ruby Bubble eingeschenkt. Stoßen wir nochmal an. Stößchen, und dann schauen wir uns jetzt einen Disney-Film an und warten, bis das Männlein nach Hause kommt. Viel Spaß euch! Tschüss!